Letzte Woche haben wir über drei Stolpersteine in deiner Jahresplanung gesprochen und heute möchte ich dir noch drei weitere mit auf den Weg geben, damit du eben nicht in diese Jahresplanungsfalle tappst. Guten Morgen und willkommen zu Dila Digitals Freitagscafé. Mein Name ist Karin Zwurtila und ich bin die Gründerin von Dila Digital. Heute geht es konkret um Ziele, weil nichts anderes macht ja ein Jahresplan, als dass wir uns Ziele vornehmen, die wir eben erreichen möchten. Dabei gibt es aber einige Sachen zu beachten. Ja? Und das erste ist nämlich, zu viele Ziele verderben den Plan. Ich glaube, wir kennen diese Situation, ja, zumindest viele von uns, vom Jahreswechsel zu Silvester nehmen wir uns oft viel vor und sind in dem Augenblick auch, also wirklich beim Abrosten, ja, entsprechend motiviert. Nämlich, aber alle Vorsätze, die sind ja nichts anderes als Ziele, die wollen wir natürlich auch einhalten. Ein paar Wochen später sieht die ganze Sache schon ein wenig anders aus. Und ähnlich ist es auch mit den geschäftlichen Zielen im neuen Jahr. Auch hier nehmen wir uns jede Menge vor. Wir wollen mehr Umsatz machen, wir wollen mehr Kunden, zufriedenere Kunden, Kosten sparen, produktiver werden, eine schönere Website vielleicht, mehr Reichweite, endlich auch den letzten, allerletzten Social-Media-Kanal bespielen, den es hier gibt auf dieser Welt, einen Podcast vielleicht starten, mehr Videos drehen, mehr Newsletter-Abonnenten und. Du weißt schon, finde den Fehler. Ja genau, wir nehmen uns zu viele Ziele vor, egal ob jetzt im privaten oder beruflichen Kontext. Und die natürliche Folge daraus ist, dass wir eben keines unserer Ziele erreichen. Meine Empfehlung daher, bitte nimm dir ein Ziel vor, von mir aus auch drei, ja, aber arbeite an diesen dann beständig. Zweiter Fehler, der oft passiert ist, die Ziele sind nicht aufeinander abgestimmt. Im schlimmsten Fall widersprechen sie sich sogar. Deine Ziele müssen aber zueinander passen, weil sonst kannst du sie einfach schlicht und einfach nicht erreichen. Ja? Also es wird zum Beispiel nicht funktionieren, dass du sagst, ich will mehr Kunden und gleichzeitig aber weniger Marketing machen, weil das so viel Zeit in Anspruch nimmt. Das wird sich nicht ausgehen, ja, klipp und klar gesagt, ja. Aber du könntest ja wohl darüber nachdenken, wenn du zum Beispiel solche Gedanken hast, dann Teile deines Marketings zum Beispiel auszulagern oder eben einen Workflow für dein Marketing erarbeiten, der es dir dann leichter macht, eben Content zu erstellen, regelmäßig zu posten auf Social Media und so weiter. Also einfach darüber nachdenken, warum will ich denn noch dieses Ziel erreichen und wie könnte ich es vielleicht anders auch erreichen? Und das Dritte ist, dass der Jahresplan oft nicht motiviert. Und genau das sollte auch nicht passieren, weil du sollst mit deinem Jahresplan arbeiten und ihn daher auch immer wieder mal anpassen. Und der Jahresplan muss dich motivieren. Die einen sagen dabei, nimm dir mehr vor, als du erreichen kannst, dieses Think Big, ja, ihr kennt das vielleicht, ja, vielleicht kennst du auch das Buch 10x, die Kurzzusammenfassung ist, du nimmst dir ein Ziel vor, nimmst das mal 10, ja, also wenn du zum Beispiel 100.000 Euro Umsatz machen willst, ja, dann multiplizierst du das mal 10 und ups, ja, schon bist du bei einer Million, also einfach wird es wahrscheinlich nicht gehen, ja. Und das kann für den einen motivierend sein, für den anderen überhaupt nicht. Ich selbst bin eher Typ 2, der sagt, ein Ziel sollte möglichst realistisch sein. Mich würde ein komplett unrealistischer Plan eher demotivieren. Und ich weiß auch ehrlich gesagt nicht ganz genau, wann dieser Think Big-Gedanke, ja, in die Planung reingekommen ist, weil ehrlicherweise muss ich zugeben, dass es auch immer ein wenig so nach, ja, nennen wir es mal Marketinggeschrei klingt. Aber, ja, wenn es dir hilft, dann mach es bitte. Weil egal welcher Typ du bist, den solltest du allerdings für dich herausfinden. Ja? Dein Jahresplan muss dich motivieren, nicht jemand anderen, sondern es geht nur allein um dich.
Und motivieren will ich dich übrigens auch. Und deshalb gibt es bereits am Montag den Herbst-Talk zu deinem nächsten Schritt im Online-Business. Wir sehen uns da an, wo du gerade stehst und wo du dich 2022 dann in deinem Online-Business fokussieren solltest, damit du dir eben nicht zu viel vornimmst, ja, aber ja, an der richtigen Sache arbeitest, die für dich und dein Business wichtig ist. Du kannst dich dazu kostenlos auf dilladigital.com anmelden. Ich werde den Link jetzt auch noch unter das Video setzen. Und ja, entweder wir sehen uns also am Montag im Herbsttag, was mich sehr freuen würde. Ansonsten sehen wir uns nächsten Freitag wieder hier um 9 Uhr bei Dilla Digitals Freitagscafé. Bis dahin, alles Liebe aus Wien.